Himmel, hallo. Arsch und Zwirn. Wofür habt ihr denn so lange gebraucht? Wir haben hier ewig gewartet. Ihr seid doch eben erst... Was zählt ist, dass wir nun den Siegelstein finden. Ihr beide durchkämmt die Ruinen nach dem Stein. Ich gehe schon mal zum Tempel und nehme das Tor unter die Lupe. Alles verstanden? Gut, dann hopp. Zu wissen, wie etwas aussieht, soll enorm bei der Suche danach helfen. Habe ich zumindest gehört. Das habe ich euch doch schon gesagt. Ein kleines, rotpulsierendes Juwel. Wenn der Stein hier ist, dann solltet ihr nach irgendwelchen Dorfschatzkammern oder so suchen. Jetzt kommt in die Pötte, wir sehen uns am Tempel. Und siehe da, kaum von der einen verrückten Mission zurück, beginnt die nächste. Der lebende Tempel. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den mal aus der Nähe sehen würde. Ich schlage vor, du übernimmst das Rathaus. Ich durchsuche den Rest des Dorfs. Gib mir einfach Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ja, im Rest des Dorfes ist nichts. Mhm. Weißt du etwas über diesen Ort? Über Nebelheim? Ja, eine ganze Menge sogar. Die Geschichte hat mich früher fasziniert. Du scheinbar nicht, was? Wundert mich eigentlich bei all der Zeit, die du jetzt schon auf Enderal bist. Was willst du wissen? Was ist mit dem Dorf passiert? Ja, so in etwa war es auch. Wie erzähle ich das, ohne den Rahmen zu sprengen? Die Kurzfassung ist, die Dorfbewohner haben den Verstand verloren und Malfas und dem rechten Weg abgeschworen. Irgendwann sind dann immer mehr Reisende in der Nähe Nebelheims verschwunden. Und hat man das anfangs noch auf die Gefahren des Flüsterwalds geschoben, hat man irgendwann bemerkt, dass überraschend viele Leichen später in der Nähe des Dorfes wiedergefunden wurden. Irgendwann hat der Orden eine Division Hüter gesandt, um dem Wahn ein Ende zu setzen. Wie auch immer das konkret hätte aussehen sollen. Aber die Nebelheimer wehrten sich wie tollwütige Hunde. Und das Ergebnis war, dass die Garde beigezogen wurde und das Dorf gestürmt werden musste, wie eine Festung. Tja, und das ist auch schon das Ende der Geschichte. Okay. Die Leichen wurden in der Nähe des Dorfes gefunden. Haben sie, ja. Sie haben sie geopfert, um genau zu sein. Und ich weiß, dass das wie aus einem schlechten Theaterstück klingt. Später, als man Nebelheim untersucht hat, hat man einen versteckten, mittlerweile verschütteten Raum im Tempel gefunden mit seltsamen Gemälden an der Wand. Scheint, als wären dort die Menschen geopfert worden. Aber warum? Das hat man nie rausgefunden. Okay. Wie zum Henker keinen Haufen Bauern, ne? Wie gesagt, irgendwas hat die Nebelheimer verrückt gemacht. Und genau so haben sie auch gekämpft. Ja, das ist natürlich dann schlecht. Ohne Rücksicht auf Verluste. Und der Ort ist nicht schlecht befestigt, besonders durch seine Lage auf der Klippe. Es hat natürlich nicht lange gedauert, bis der Orden und die Garde der Sache Herr geworden ist. Aber dennoch. Naja. Wie kann ein ganzes Dorf einfach verrückt werden? Naja, die gängigste Erklärung ist natürlich die Nähe zum Flüsterwald. Wir wissen ja alle, dass die Pilzspuren über kurz oder lang jeden Menschen in den Wahnsinn treiben. Magiebegabte noch schneller als normale. Ungünstige Winde, mehrere Monde hinweg. Wer weiß. Zumindest ist das die offizielle Erklärung. Manche Verschwörungstheoretiker schieben die Schuld auf den Schlechter von Ark. Der Serienmörder? Genau den, ja. Jael Gerbers Sohn. Ganz skurriler Kerl. Er hat vor seinem Selbstmord eine Autobiografie hinterlassen. Obwohl der Orden ihren Besitz offiziell verbietet, gibt es Sammler, die einen richtigen Kult darum gemacht haben. Es gibt eine Menge wilde Spekulationen um die ganze Geschichte. Einiges davon ziemlich bizarr, wenn du mich fragst. Naja. Gut, danke. Dann bin ich jetzt erstmal im Bilde. Und wenn du mir jetzt noch einen Schlüssel geben könntest, dass ich ins Rathaus reinkomme, wäre ich dir sehr verbunden. Oder ich brauche ihn dann doch nicht. Danke. Und wir beide wissen, dass ich das Ding hier drin finden werde, ne? Du machst es dir wieder leicht. Du nimmst wieder nur den leichten Teil. Hör mal. Hallo?
Wie hieß das Ding denn jetzt? Genau. Ihr könnt gerade keine Talente wirken. Bist du? Das hat nicht funktioniert. Gib mir den Schlüssel, den brauchst du eh nicht mehr. Und gib mir dein Gold. Und dass das Skill funktioniert, wie er funktioniert, ist nicht meine Schuld. Sagte er und starb. Was auch immer mich da jetzt erwischt hat. Was hat mich hier gerade erwischt? Ach, er da oben. Ja, okay, alles klar. Eine ganz fiese Falle, ne? Holzblöcke brauche ich nicht. Wo ist denn mein Bogen? Ach du Idiot. So, Ruhe im Puff. Jeder kommt dran. Zauberbücher muss ich auch noch lesen. Ich hatte noch ein paar Zauberbücher vorhin aufgenommen. Und wieso ist hier alles voller Spinnennetze? Das nervt mich doch gleich schon wieder. Ich sehe das doch kommen.
Ich weiß nicht, warum ich die Tränke mitnehme. Die braucht man ja nun ganz selten. Mechanische Tastatur, weißt du? Oh, das habe ich noch nicht. Nehmen wir mit. Edle Schuhe. Dann ist hier die Jacke drin. Na, siehst du, sag ich doch. Ach, edle Kleidung. Natürlich muss ich jetzt in den Keller gehen, weißt du? So, Quatsch. Götterschild. Ach, die beiden kenne ich schon. Okay. Speichern wir nochmal. Und dann gehen wir da rein. Suchen wir. Also ist hier keiner. Ich hätte jetzt erwartet, dass hier einer ist. Streckbank. Geil. Es ist so still. Es ist so absolut still. Schockschutz, Spitzfinger. Oh, Wasseratmung nehmen wir mal mit. Oh ja, das können wir gut gebrauchen. Ich wette, Nägel und so diesen ganzen Kram, ne? Den brauche ich, wenn ich mal irgendwann ein Haus haben sollte, wenn ich mir das einrichte, oder? Es gibt ja Baupläne. Und dann habe ich hinterher keine Nägel, weißt du? Das lassen wir ja natürlich auch nicht liegen, das gute Erz. Oh, das ist ja leicht. Siegelstein. Naja, sieht cool aus. Hat was. Granat, Rubin und Smaragd. Wir gehen ganz langsam. Es ist so still. Wo bleiben die Fallen? Eigentlich müssen doch jetzt Fallen auslösen.
Ja, nanu? Ich höre doch den Knochenmann. Ey, alte Säge. Da war ich schon. Geronimo. Da bist du ja wieder. Und, hast du was gefunden? Ich bisher noch nicht. Aber sicher, Dad. Ein Stein. Sieht aus wie der, den wir suchen. Ah ja? Zeig mal her. Tatsache, das ist... Erstmal einstecken. Großartig. Das wird Rauschebart glücklich machen. Dann mal auf zum Tempel. Bist du bereit? Nein. Nee, umgesehen habe ich mich schon. Ja, ich bin bereit. Wunderbar. Ach und... hier. Das habe ich in einem der Häuser gefunden. Ich dachte, es könnte nützlich für dich sein. Also, geh vor. Ich bleib an deiner Flanke. Jetzt bin ich mal gespannt. Was habe ich denn übersehen? Ach, ein Lehrbuch plus zwei. Zum lebenden Tempel reisen und dort... wie weit ist das denn? Ah, da oben. Okay. Ja, gut, dann gehen wir doch mal hin. Und das Buch, das du mir gerade gegeben hast, hau ich mal direkt weg. Fein. So, speichern. Und dann wollen wir mal, ne? Ja, hier geht's ja nicht lang. Okay, wie können wir denn jetzt am dümmsten dahin? Seid willkommen, ihr frohen Zecher, kommt heran und leert die Becher, 15-mal soll es geschehen, und wir fangen an zu zählen, einmal nur der Freude wegen, zweimal für des Paters Segen, dreimal für die armen Seelen, denen die Moneten fehlen, und es trinken Hirten, Bauern, die sonst auf dem Land versauern, Händler, Schmied und auch der Bart, sehnt sich heute für nichts zu schaden. Entschuldige, ich weiß, ich kann nicht gut singen. Tut mir leid. Wieso willst du warten? Wir müssen doch zum... Wir müssen doch zum Tempel gehen. Wo willst du... Wieso wartest du? Kennst du einen Weg, den ich nicht kenne, Vogel? Oh, coole Mucke wieder. Da müssen wir hin. Da gibt's keinen anderen Weg. Also mir nach. Nix mit warten und so. Also geht doch. Dachte schon, du wolltest mich verulken. Verulken.
Ja, nanu? Da ist ein Hund aufgewacht. Sinkt das schon wieder? Nö. Die Nebelsteinbrücke, dünn, dünn, dünn. In Ordnung. So, bin mal gespannt. Was haben wir denn hier? Der Lümmel. Ich glaube, es hackt. Wir kommen euch mal dahin, doch. Guter Mann. Hast du fein mit ausgeteilt. Haben aber nix. So. So, warte mal. Da hoch, da hoch. Das heißt, wir sollten hier auf dem Weg bleiben, ne? Und dann müssen wir doch irgendwo bestimmt da hinten gleich rüberkommen. Warum ist das eigentlich schon wieder so dunkel? Ach Quatsch. Weil wir schon wieder 8 Uhr abends haben. Was ist das denn? Sache. Okay. Dunkelheit, finstere Nacht. Cool. Boah, ist das cool. Hallo Wolf. Alles gehen wir's an. Ach, guck mal. Was ist denn hier jetzt los? Ey, wo kommen sie alle her? Hilfe, ich bin gefreezed. Na komm schon, macht es mir nicht so einfach. Hast du noch nicht genug? Ah!
Jetzt kommt er auch noch. Sag mal, was ist denn jetzt los hier? Ja, erstmal hier so eine Magierin wegkillen und dann eine Pfeife quarzen, wa? Erstmal hier noch Sinnkraut mitnehmen. Das ist ja noch einer. Ja. So, jetzt ist aber auch erstmal Ruhe hier, oder? So sehe ich das auch.